ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Weg mit dem Bauch. Heute mit Bauch intensiv. Wir wollen in kurzer Zeit heute die tiefen und die oberflächlichen Bauchmuskeln stärken. Vielleicht spürst du noch ein bisschen was von gestern. Macht nichts. Heute wollen wir wirklich nur auf dem Boden bleiben. Das heißt, du brauchst eine Matte. Komm zu mir und ich würde sagen, wir starten gleich, indem wir uns ein bisschen warm machen. Und zwar kommst du auf deine Hände, die Finger spreizen, deine Knie unter deine Hüftgelenke und jetzt bewegst du deinen Rücken in allen möglichen Richtungen. Nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Einfach mal so richtig schön durchbewegen. Den Atem fließen lassen. Die Wirbelsäule mobilisieren. Und dann kommst du einmal wieder nach vorne und zwar jetzt auf deine Ellbogen. Die Daumen zeigen in Richtung Decke. Jetzt versuch dein rechtes und linkes Bein auszustrecken und jetzt gibt es mehrere Varianten. Entweder ganz gestreckt bleiben oder deine Knie nach unten absetzen. Wichtig ist, dass du dich hier hochziehst. Zieh dich mal raus aus dem Brustkorb. Lass dich einen kurzen Moment nochmal fallen. Zieh dich hoch. Nochmal fallen lassen. Hochziehen und jetzt bleibst du hier oben. Wenn du möchtest, streck deine Knie und jetzt tippe mit deinem rechten Arm nach außen und mit deinem linken. Versuch wirklich hier zu bleiben, also entweder lang. Versuch dein Becken parallel zum Boden zu halten. Spür, was da in deiner Körpermitte passiert. Geht auch so. Noch jede Seite einmal, wie auch immer. Und dann zurückkommen. Auf deine Knie. Falls du jetzt ein Kissen für deine Knie benötigst, dann hol dir ein Kissen oder die Matte einfach doppelt rollen. Komm jetzt mit einem Bein zur Seite. Du darfst dich gerne mal unten aufstützen. Bauch spannen, Hände hinter den Kopf. Und jetzt versuchst du von hier unten den Oberkörper nach oben in die Senkrechte zu nehmen und komm wieder tief. Nochmal hoch und wieder tief. So, und dann bleibst du unten und versuchst dich zur Decke aufzudrehen, wieder zurück. 7, 6, 5, 4, 3, 2, noch einen und nochmal tief und hoch. Und spürst du schon was? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halte unten, dreh dich in Richtung Decke auf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und hochkommen, entspannen, auslockern, Schultern locker lassen. Hoffentlich spürst du was. Noch eine Seite. Andere Seite jetzt, Bein zur Seite, Spannung im Bauch. Nimm deine Hände hinter den Kopf, kannst dich ruhig nochmal abstützen, spannen und hochkommen.
Bleib jetzt unten. Dreh dich auf. 8. 7. Da ist wirklich wichtig, dass du fest bleibst. 6. Wenn es nicht mehr geht, komm ein Stück höher, ist auch okay. 4. 3. 2. Einen. Und nochmal hoch und tief. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Einen. Aufdrehen. 8. 7. In deinem Tempo, wie viel noch? Ich noch 3. 2. Und zur Mitte. Lösen. Hinsetzen. Einmal nach unten kommen. Knie ranziehen, mach dich ganz klein. Und jetzt die Hände hinter den Kopf, die Ellbogen so ein Stück vor. Zwei Varianten. Entweder ziehst du im Wechsel deine Knie hoch und den Oberkörper in Richtung Knie. Oder du gehst nach rechts und nach links und streckst ein Bein. Denk dir einen dicken Gürtel um deine Körpermitte. Zwei noch, 19, 20 und aufkommen. Kurzen Moment lockern, alles von vorne. Geht noch, oder? Komm nochmal hier durch, auf deine Ellbogen. Zuerst wieder den Ellbogenstütz. Entweder Knie am Boden oder in der Luft. Langstrecken, Gesäß anspannen. Oder hier und du tippst rechts und links nach außen. Und wenn du möchtest, könntest du auch noch das gegenüberliegende Bein mit dazu nach außen tippen lassen. Nur wenn du willst, geht so auch. Mach nur weiter. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, einen. Hochkommen. Puh. Auf die Knie. Letzte Runde Taille. Ich merke jetzt schon was. Zur Seite. Rückabstützen, festmachen den Bauch, bereit, hochdrücken, Ellbogen ein bisschen weiter vor und los geht's. Du könntest, wenn es dir zu viel ist, die Hände auch hierher nehmen. Die Übung geht auch im Stehen übrigens, einfach dann ein Bein zur Seite stellen, kannst du auch machen. Bleib unten. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, zweite Runde, hoch und tief, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Jetzt nochmal 8 aufdrehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und hochkommen, lösen, kurz entspannen, rund werden, den Rücken entspannen. Letzte Seite, nach oben kommen, anderes Bein zur Seite, ruhig wieder abstützen einen Moment, hochdrücken und los geht's. Und halten, 8, 7, 6, 4, 3, 2 und letzte Runde, 8, letztes Mal, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt die letzten. Egal wie weit du dich nach unten beugst, 7 noch. Wichtig ist die Rotation. Einen und hochkommen, Rückenlage, klein werden, Knie ranziehen, so richtig klein machen, einen kurzen Moment den Rücken entspannen, nach rechts und links wackeln, herziehen und lösen. Dann die Hände hinter den Kopf, ausatmen, Kopf anheben. Und rechts und links Beine strecken, den Rücken ganz fest nach unten drücken, mit dem Boden verwurzeln. Siebzehn, 18, 19, 20 und kurzen Moment lösen. Beide Arme zur Seite nehmen. Jetzt hängen wir noch eine Übung dran hier, wenn wir in der Rückenlage liegen, Beine in den rechten Winkel. Und jetzt komm auf eine Seite, atme aus, Kopf zur Gegenseite. Komm mit dem Ausatmen wieder zur Mitte. Nochmal aus, halten, Schultern unten lassen und ausatmen, Mitte. Jetzt versuche mal mit dem Einatmen zur Seite zu gehen und mit dem Ausatmen
kommst du wieder zur Mitte. Genau, geh nur so weit, wie deine Schultern unten bleiben können. Eine Variante, wenn du willst, kommst du jetzt zur Seite und dann streckst du ein Bein, beugst es wieder und kommst zurück. Nochmal einatmen, strecken, beugen und aus. Genau. Wichtig ist, dass du nur so weit gehst, dass du dich auch gut wieder zurückziehen kannst. Jede Seite nur noch einmal. Zur Mitte und stell die Füße nacheinander auf. Entspanne dich. Super. Lass jetzt deine Füße zusammen und die Knie, so wie sie sind, auf eine Seite, den Kopf zur anderen Seite kippen lassen. Nacheinander zur Mitte. Dann zur anderen Seite den Bauch dehnen. Und nacheinander wieder zur Mitte. Dann strecken und räkeln, zieh deine rechte und deine linke Seite ganz lang, also richtig auseinanderziehen, das dehnt Bauch- und Rückenmuskulatur so richtig, gähnen. Dann die Füße nacheinander aufstellen, lass dich auf die Seite kippen und über die Seite drückst du dich gleich zum Sitzen. Bleib nochmal sitzen, gemütlich. Richte dich auf, lass die Schultern los. Atme ein, mach dich lang. Und mit dem Ausatmen lässt du dich jetzt auf eine Seite. Spür die Taille. Ein und mit dem Ausatmen zur anderen. Ein und aus. Richtig weit rüber beugen. Einmal. Bleib hier, lass die Schultern los, rechte Schulter zieht tief, den Kopf lässt du nach links. Spür den Nacken, den wir da oft mit anspannen. Ganz langsam über vorne zur anderen Seite. Nacken spüren, die Schulter ganz entspannt nach unten. Und wieder über vorne aufrichten. Lockern, einatmen, ausatmen. Noch einmal ganz tief einstrecken. Öffnen die Arme. Morgen gibt es Körpermitte in Form. Also sei auf jeden Fall wieder dabei. Aufrichten, einatmen, ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wie gesagt, wenn du Lust hast, morgen wieder dabei sein, die ganze
Übungsreihe findest du auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Da schau einfach mal rein, da findest du noch viele andere Playlists, also nach Themen geordnet meine Videos. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, mich zu unterstützen, danke schön natürlich. Der Link ist unter dem Video, nennt sich Steady, deine Unterstützung. Kannst mich mit zum Beispiel 2,50 Euro oder 5 Euro im Monat unterstützen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du so dabei bist, wenn du meinen Kanal abonnierst, kostenfrei. Dann bekommst du auch mit, wenn ich wieder ein neues Video online stelle. Oder ich freue mich ganz einfach auf unser nächstes gemeinsames Workout.